Willkommen zurück! Und schön, dass ihr angemacht habt für mein neues Video, den Vlog in Yakushima. Yakushima ist eine Insel in Japan. Die befindet sich südlicher als die südlichste große Insel Kyushu. Yakushima ist nicht eine der südlichsten Inseln von Japan, nicht so wie Okinawa, sondern liegt in der Nähe von Kyushu. Also gehört sie noch zu der Präfektur Kagoshima. Kagoshima ist ein Ort, den ich auch besucht habe. Den Link zu dem Video findet ihr hier oben. Ein richtig cooles Video, einer meiner Lieblingsvideos, die ich gemacht habe. Yakushima ist nur 500 Quadratmeter groß und ist nicht besonders bewohnt. Sogar 42% der Insel ist UNESCO-Weltnaturerbe, also ein Nationalpark. Und das macht diese Insel so besonders. Es ist einfach ein Naturerlebnis, wenn man dort ist. Kommen wir zum Punkt, wann bin ich hingegangen? Ich bin im Januar hingegangen, weil ich im Sommer noch gar nicht wusste, dass es diese Insel gibt. Und im Sommer Tokio und andere Stellen in Japan wie Kyoto und Osaka besucht habe, weil das ja die berühmten Orte in Japan waren. Und später in meinem Auslandssemester habe ich dann erfahren, dass es noch andere tolle Orte in Japan gibt, die man besuchen kann. Unter anderem Yakushima und Kagoshima. Da habe ich mir gesagt, okay, bevor ich zurückfahre, fahre ich noch dorthin. Ich würde tatsächlich sagen, bessere Zeiten, um hinzufahren, sind natürlich der Sommer, weil es ein Ort ist mit viel Stranderlebnis, Wassererlebnis, wie zum Beispiel Kajakfahren und Wandern. Zudem ist es natürlich noch die Touristenzeit. Das heißt, es gibt viel mehr Restaurants, die offen sind, viel mehr Busse, die fahren. Also deswegen sage ich, es ist besser, im Sommer zu fahren, weil einfach mehr Infrastruktur da ist. Wie bin ich nach Yakushima gekommen? Das ist ja eine Insel. Man kann natürlich mit dem Flugzeug hinfliegen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin von Kagoshima ausgefahren, habe eine Fähre genommen. Es gibt zwei verschiedene Fähren. Die ich genommen habe, war, glaube ich, Jetfoil. Das war die teurere Version. Ich habe 160 Euro gezahlt für hin und zurück. Die Fahrt hat 4 Stunden gedauert und die Fahrt war fast wie eigentlich eine Autofahrt. Aber es war wohl die schnellere Version. Egal, schaut euch das mal an, wie es war. Morgen! Also die Sonne ist gerade dabei aufzugehen. Sieht richtig geil aus, finde ich. Oh mein Gott! Puh, der Vulkan raucht aber ganz schön. Bin jetzt gerade auf dem Weg nach Yakushima. Und eigentlich bin ich auf dem Weg zur Fähre. Und ich hoffe, die Fährefahrt wird auch schön. Also zumindest habe ich auf jeden Fall viel dafür gezahlt. Erwarte ich mir wenigstens ein kleines Restaurant dort. Geht nach Yakushima. Und bis später. Los. Was? Ich komme später wieder. Erwarte ich mir wenigstens ein kleines Restaurant dort. Als ich dort angekommen bin, bin ich natürlich sofort zu meinem Hostel gegangen. Das Hostel, was ich ausgewählt habe, habe ich auf Hostel World gefunden. Dieses Hostel war gut an sich, nur leider habe ich mich ein bisschen bescheißen lassen von dem Besitzer, der mir ein Ticket für den Bus verkauft hat. Dabei gab es fast keine Busse. Ich wusste, dass ich genauso gut alle Busse verpassen werde. Besonders in Yakushima würde ich sagen, nehmt nicht den Bus, sondern leiht euch ein Auto. Wenn ihr einen Führerschein habt, einen internationalen Führerschein, dann leiht euch ein Auto. Das ist viel besser, viel angenehmer. Was gibt es in Yakushima zu machen? Es gibt so vieles in Yakushima zu machen. Es gibt Onsen. Es gibt Onsen, die sind draußen in dem Meer, und wenn die Ebbe kommt, also das Meer weggeht, dann könntet ihr in die Onsen reingehen. Das heißt, es ist eine freie Onsen. Das musst du nichts zahlen, musst du nicht umziehen, du kannst einfach hin. Das finde ich so toll. Ich wollte die unbedingt besuchen, aber ja, es hat zeitlich einfach nicht Dann Spaß. Gibt es auch Wasserfälle, die man besuchen kann. Es gibt super schöne Wanderorte dort. Es gibt Strände dort. Also es ist wirklich ein toller Ort, um einen Sommerferienurlaub zu verbringen. Ich bin natürlich zu diesem berühmten Wald gegangen. Yakusugi heißt der, glaube ich.
Yakusugi heißt er. Und das ist der Wald, der von Hayao Miyazaki für seinen Film Prinzessin Mononoke benutzt wurde als Inspiration. Und ich muss sagen, dieser Wald, er war so schön. Oh, ich wollte dort erstmal mit dem Bus hinfahren und habe dort ein Tagesticket für den Bus benutzt für 20 Euro, das ich natürlich nicht benutzt habe, weil ich A, den Bus verpasst habe und B, der nächste Bus erst in... Und um zum Wald hinzugehen, weil ich so schnell wie möglich hingehen wollte, habe ich natürlich ein Taxi genommen. Hallihallo, endlich bin ich da in diesem besonderen Wald, wessen Name ich mir nie merken kann, weil er so schwer ist zu sagen. Hört euch das an. Schöne Landschaft, ne? Was ich euch aber noch sagen muss, es ist kein Ort, wo man an einem Tag hin- und zurückfahren kann, so wie es mal ein paar YouTuber vorgeschlagen haben. Ich bin nämlich hingegangen, habe mir gedacht, oh, die zwei YouTuber, die sind da hingegangen, die sind morgens hingefahren, abends zurückgefahren, die haben gesagt, das ist vollkommen ausreichend. Deswegen haben wir gedacht, okay, ich buche mir aber trotzdem ein Hostel, fahre dann am nächsten Morgen direkt nach Hause und habe mir gedacht, ach, das wird schon reichen. Von wegen! In Yakushima gibt es so viel zu tun. Nehmt euch mehr Zeit. 2, 3, 4 Tage. Nehmt euch die Zeit. Besonders wenn man schon so viel bezahlt hat, um dorthin zu kommen, sollte man das auch ausnutzen. Der Ort an sich war wunderschön. Die Wanderung war toll. Die Natur war super. Ich muss nur eins sagen, es war ein kleines bisschen anstrengend. Auch daran, dass ich einfach Baskets anhatte und einfach nicht auf eine Wanderung vorbereitet war. Ehrlich gesagt, selber schuld. Voila! Guckt euch das an. Ich muss aufpassen, dass ich mich vor lauter Selfie nicht umbringe. So schön. Also hier ist so unglaublich klar. Zurück! Zurück! Ich sollte weiterfahren. Weiterlaufen. Abends zu Hause war, das war schon so gegen 17 Uhr, muss man sagen, musste man schnell einkaufen gehen, weil die Läden haben sehr früh zugemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel Uhr, aber ich weiß, dass sie früh zugemacht haben. Und abends habe ich mir dann gedacht, okay, ich gehe vielleicht kurz mal raus und schaue mir ein bisschen die Umgebung an. Ja, es ist nicht viel los in Yakushima. Yakushima ist abends tote Hose. Egal wie, ich bin dann rumgelaufen, habe mir ein paar Shrines angeschaut, bin dann so an der Küste entlang. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt wird es langsam Zeit, mal nach Hause zu gehen. Genau, und am nächsten Morgen bin ich leider schon nach Hause gefahren. Das war echt traurig, ja. Fazit über Yakushima. Es ist ein Must-Visit in Japan. Zweiter Punkt, mehrere Tage lohnen sich. Dritter Tipp, man sollte im Sommer fahren. Vierter Tipp, nehmt euch ein Auto. Zu guter Letzt, der letzte Tipp, nehmt euch eine gescheite Ausrüstung mit. Nehmt euch gescheite Wanderschuhe mit, Wasserflaschen, gute Rucksäcke. Bei mir hat es zwar auch ohne geklappt, aber ich muss sagen, es war an der Grenze. Hätte ich da was dabei gehabt, dann hätte ich auch mehr wandern können. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Stellt mir Fragen in den Kommentaren oder sagt mir, was ihr davon gehalten habt. Oder sagt mir, was ihr in Yakushima erlebt habt. Alles interessiert mich auf jeden Fall. Sogar Hate-Kommentare mag ich. Ciao!